Hallo, es ist so ein tolles Geschenk, ein Geschenk, das du dir selber machen darfst, wenn du lernst, in die Selbstliebe zu kommen, wenn du dich anfängst, mit anderen positiven Augen zu sehen, zu betrachten, zu beleuchten, dass du dein Strahlen entdeckst, dass du einfach gut zu dir bist. Es fängt schon an mit der Kommunikation mit dir alleine zu Hause, wenn dir was runterfällt, dass du nicht die Augen verdrehst und so, oh, so ein Scheiß wieder oder Gott, ich bin so ungeschickt, sondern dass du vielleicht auch einfach lachst und sagst, jo, ist so. Bei anderen Menschen wäre man auch gnädig und freundlich und liebevoll und das darfst du auch zu dir selber sein. Es gibt keinen Grund, mit dir so hart ins Gericht zu gehen und dich auch noch zu maßregeln für Dinge, die vielleicht nicht so laufen, wie du es dir vorstellst. Weil letztendlich ist eben auch zum Beispiel Misserfolg oder wenn Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorgestellt hättest, genau das sind die Schritte, die dich zu deinem persönlichen Erfolg führen. Von daher sei gut zu dir, erkenne dich an, mach dir ruhig Haftnotizen, nicht nur Einkaufszettel, was es du noch fürs Wochenende besorgen musst, sondern schreib dir auf, was du toll findest an dir. Häng dir diese Notizen direkt an den Spiegel, dass du morgens, wenn du gerade noch mit müden Augen deine Zähne putzt und die Gesichtscreme aufträgst, dass du dir dann schon ja, im Grunde wahrnimmst, was du für wundervolle Eigenschaften deinen eigenen nennen kannst. Mach dir auch dafür ein Vision Board. Mach dir einen kleinen Altar, irgendwie, wo du wirklich so eine Stätte der inneren Einkehr, wo du vielleicht meditierst und wo du einfach dir nahe bist und nur dir gehörst, unabgelenkt, pur und rein. Moment, ich muss mir gerade eine Fliege verscheuchen. Was eben auch ein ganz probates, tolles Mittel ist, ist dieses Erfolgsjournal, dass du jeden Abend unmittelbar vorm Einschlafen ein kleines Büchlein, ich habe wirklich auch ein ganz hübsches Buch genommen, es reicht aber auch irgendeine Kladde, aber ich möchte das dann auch feiern, dass du dir aufschreibst, was dir gut gelungen ist, was du an schönen Erlebnissen heute hattest. Und das können einfach kleine persönliche Erfolge sein, es kann aber auch einfach, weiß ich nicht, der Verkäufer wie eben in der Weinhandlung sein oder Passanten, die dich anlachen, anlächeln. Und das ist erwiesen, dass wir das, was wir als letztes denken, bevor wir in den Schlaf fallen, dass sich das auch in unser Unterbewusstsein einbrennt. Und ich kann von mir nur sagen, seit Anfang des Jahres meditiere ich regelmäßig, ich führe das Erfolgsjournal. Natürlich ist nichts, was messbar ist. Und es ist nichts, was von über Nacht dann auch wirklich dich eilt und sagst, oh, ja, wow, ich merke gleich, dass es mir gut tut. Aber ich kann sagen, dass ich merke, dass ich viel mehr bei mir bin, dass ich viel liebevoller im Umgang mit mir selber bin, dass ich entspannter bin und ja, ich glaube schon einfach mehr strahle. Willst du das auch?